Okay, das sind die zwei Fragezeichen wieder. Die super Rätselmeister. Die Mathbusters. Die Mathbusters. Ja, willkommen zur nächsten Folge. Auch mal sorry fürs letzte Mal, dass wir hier so lange rumgedödelt haben. Das war richtig, richtig schlecht. Ja, aber wir haben es ja gelöst, ne? Und wir können weiter. Hände hurra. Hoch. Ja, hurra. Weiter geht's. Ach, er schon wieder. Dann geh ich jetzt mal hin, ne? Erstmal gucken, was er zu sagen hat. Die Piraten erzählen, ihr verschollener Captain seid zurückgekehrt. Früher kannte man ihn als den Schrecken der sieben Weltmeere. Bis er von einem Wal verschluckt wurde. Ja, das wissen wir. Okay, Kontext und so. Hm? Ein bisschen Story. Jetzt können wir erstmal zurückgehen, ne? Ja, ich glaube schon. Also hier gibt es ja jetzt eigentlich so nichts. Nee, von daher da hinten raus, denke ich. Oder? Sowas. Warte, kann man die... Ja, gut, aber... Geht das? Und dann? Ach, guck mal, das geht sogar. Ach, Mensch. Boah. Das sind echt die zwei Fragezeichen. Guck mal, sowas kriegst du wieder sofort hin, aber... Ach, mein Gott. Aber wir konnten da hinten auf jeden Fall auch noch her, mit dem anderen Haken. Tja. Das sind wieder viel zu viele Wege. Wollen wir erstmal hier gucken? Ja, guck mal erstmal da. Okay. Schlüssel. Kann man ja, nicht. Also können wir direkt zurückgehen. Oben her. Oh. Ah, ich hab eine Kerze, fällt mir gerade mal auf. Dann kannst du ja alles kaputt machen hier. Ah, erstmal ihn wollte ich gerade sagen. Ah! So, ihn noch eben. Bestimmt noch mehr. Oh, ein Rubin. Toll! Ich hab mir gedacht, oh geil, da kriegst du die Kirsche. Da kannst du die Banane haben. Jetzt sind noch welche. Das ist nur so ein Verstecken. Nur so ein kleiner Bonusraum. Schon ein bisschen Outlast-mäßig hier. Ach, ich scheiß mich wirklich ein. Nicht mal. Nö, aber an sich ist hier nichts mehr, ne? Und wo sind wir denn gekommen? Von unten? Ist jetzt. Hier oben ist auch nichts, oder? Aber hier rechts ist ein Weg. Ja? Ist da ein Weg? Okay. Wir sind unten gekommen. Hat zwar gar keins holen. Vielleicht brauchen wir eine Klingel, damit der auf den Dingens geht. Den Schalter. Ja, stimmt. War irgendwo eine Klingel? Hatten wir die irgendwo liegen lassen? Hattest du eine? Ich weiß es nicht, ne, keine Ahnung. Hm. Da ist er einer. Ja. Soll ich den nehmen? Ich meine, da kommen wir eigentlich auch ohne Kerze durch. Ja, dann nehmen wir mit. Ja. Müssen wir die denn... Ne, wir müssen die gar nicht kaputt machen, oder? Um durch das Tor zu kommen. Ich glaube nicht, nein. Ja, funktioniert. Schnell durch hier. Ja. So. Guck mal, der geht schon fast von selbst. Sehr praktisch, oder? Klingel nochmal? Ja. Nee. Ah, nee. Der wäre fast rumgekommen. So. Jetzt aber. Ach, guck mal, wir hätten es auch ohne Klingel versuchen können. Finde ich. Machen kaputt? Ja. Zack. Dein von Latz. Genau wie du. Das ist aber mies dann. Alten Trickser. Ich nehme jetzt aber auch mal so einen Haken mit. Ja. Wir liegen nicht umsonst noch zwei Stück rum. Sei denn, wir brauchen irgendwann mal nochmal die Klingel und dann sind die Stäbe wieder oben. Die Klingel liegt da drin. Das wäre natürlich mies. Ach, wir riskieren das einfach mal. Guck mal, einen Haken kann ich ja direkt hier eigentlich loswerden, oder? Hä, was? Ach ja, hier, genau, ja. Dann können wir direkt den anderen noch holen. Das ist schlau, glaube ich. Ich habe ihn mit meinem Endehaken zwar getroffen, aber... Aber? Fand er nicht so geil. Geht nicht. Stark. Also ich bin schon mal hier. Soll ich meinen Haken eben verwenden? Da musst du da nicht hinkommen. Ich will eh ein bisschen hier was abluchsen. Was runtergefallen? Hä?
Pixel genau hier. Wie beim Buddeln. Ja. Schon lange nicht mehr gebuddelt, das vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das war immer ein Nervenkitzel pur. Ja. Extrem spannend, ja. Nervenaufreibend. Es ist echt zu. Aber es hat ja auch irgendwie anders geklappt, ne? Er kommt her. Das wäre jetzt mir richtig mies, wenn das nicht klappt, ey. Wir müssen den irgendwie austricksen. Ich verwirre ihn doch nicht. Wer möchte? Hier, komm her. Komm. Put. Das geht echt ohne Klingel. Die hätten echt nicht zurückgemusst. Tja, zu spät. Ja. Quietschfidel ist er hier. Kannst du den zurückhalten wieder? Hoffentlich, dass du das machst. So. Ich sag da nichts mehr zu. Schön, ich freue mich nur innerlich. Ich kann den Raum auch schon nicht mal sehen hier. Ich sehe den eh nicht, weil er dunkel ist. Jetzt können wir erstmal da hinten her, ja. Oha. Dass es offen bleibt, hoffe ich. Hier wollt's? Hm? Hier wollt's weiter? Ja, nicht? Ja doch. Wo sonst? Ich weiß nicht, vielleicht auf dem Segelboot? Nee. Ja, guck mal, zwei Stück. Sollen wir uns die aufteilen? Wir können ja beide mal so ein bisschen hier, ne? So. Captain Carlo zwingt uns, ihm zu gehorchen. Aber irgendwie hat er sich verändert. Vielleicht liegt das an dem Wal. Wer weiß das schon, so ein Wal kann er schon psychisch fertig machen. Sehe ich genauso. Ein Fremder hat sich als Captain Carlo ausgegeben. Nun werden er und sein Freund zur Strafe den Haien zum Fraß vorwerfen. Die wollen Pete und Peter den Haien zum Fraß vorwerfen. Ach, den Haien. Ich hab jetzt Heiden. Den Haien. Alles klar, den Haien. Hier müssen wir nur schnell sein, so schwer ist das nicht. Wollen wir es eben machen? Können wir machen. Okay. Warte, den machst du jetzt. Ja, stimmt. Ja, ich hätte erst den anderen Haien gemusst. Ja. Ist mir auch aufgefallen beim Picken. So. Alles gut. Mensch, so, so, jetzt kriegt ihr nach oben. Ah, oh, herrlich. Nee. Das wäre voll einfach. Die bleiben ja da nicht drauf, ne? Das ist ja so ein Scheiß. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ja. Ja. Rätsel Nummer 2. Ist unlösbar? Rätsel Nummer 2. Halt, wir machen es einfach so. Ja. Schnell, schnapp es dir. Hm. Ja, stimmt eigentlich. Sind das jetzt zwei verschiedene. Ja, alle. Und dann das andere nochmal einzeln. Ja. Ja, okay. Ja, ist das herrlich. Da ist jetzt auch nichts mehr. Ne? Also erstmal die in der Mitte. Ne? Und dann kommen wir die beiden. Schieß den mal nach oben. Ja, ja. Warte. Ja, ich warte doch. Alles gut. Dann ist ja gut. Ich habe Geduld. Da ist der Schlüssel. Müssen wir nur warten. Also soll ich mal wieder rausgehe eben. Ich hoffe, die Maus rollt. Was? Gerollt? Jo. So zur Seite legen hier alles, vorsichtig. Deine Maus hat das auch irgendwie. Es ist meine kleine Maus. Jetzt können wir in den Schlüsselraum. Gut, dass wir das geklärt haben. Hast ja nochmal Glück gehabt. Der war seitlich hier, ne?
Ja, super. So. Dann geh du mal, du hast eh den Schlüssel. Ja. Waren wir hier unten eigentlich schon? Nach unten? Ach, das ist eine Tür, ne? Hier ist eine Tür. Ja. Geh mal eben. Ne, hier waren wir noch nicht. Ach, guck mal, hier wäre auch eine Schlüssel. Eine Klingel gewesen. Klingel. Eine Schlüsselklingel. Soll ich den Smaragd holen? Willst du alle zurückhalten? Das sollte dir doch nicht klappen. Soll ich hier irgendwie klingeln hier hin und dann holst du den Smaragd eben? Hm? Kann ich tun. Ja. Dann hau rein. Den nehmen wir dann mit. Dream Team. Das habe ich ja nicht aufgepasst hier. Ist aber auch eng hier, ne? Ja. Toll. Ach, ah, Mann. Mann. Flip aus hier. Du hast 5 Leben, ich habe 2. Ich muss halt ein bisschen üben. Ist halt nicht so leicht, das Game. Mhm. Auf die Hände. Oh, Schätze. Eine Treppe ist hier. Sieht noch ein bisschen was wie ein Pokémon. Ein Stein. Soll ich einfach mal kicken? Hast du noch irgendwas Tolles gefunden? Ja, bis jetzt noch nicht. Ich guck gerade noch. Hast du irgendwas gefunden? Ein Rubin. Ach, der Endboss-Schlüssel. Ach, dann. Den haben wir jetzt auch fast gar nicht erkannt hier, ne? Nee. Das war eigentlich nur durch Zufall, habe ich gedrückt. Oh, draußen böllern sie schon. So. Silvesterzeit, schön. Hm? Ach so, okay. Darf ich da mit drauf, oder? Dankeschön. Obwohl das bestimmt scheiße ist, wenn wir zwei drauf sind, oder? Ganz alleine versuchen. Hallo, Mathe, hör doch mal auf da! Bleib einfach hör stehen! Bleib einfach stehen! Soll ich jetzt nicht was machen? Ja. Oben? Ja. Wo geht das nach unten dann? Ja, weil ach, das ist nach unten, ja, ich hab's gecheckt. Okay, die ja. Wo der Pfeil hingeht. Okay. Jetzt geh einmal links. Nein, geh du einmal links, ja. Links? Oh, der ist nach oben. Jetzt geh nach unten. Oder so. Zieh mich doch. Jetzt muss man nach aufpassen, dass es... Das werde ich wieder wegfahren, ne? So. Verdammte Scheiße. Ach, Mist. Hey, du bist ja so herrlich. Ich dachte, ich bin schnell genug. Die Piraten haben den Hochstapler auf ihr Schiff gebracht. Du solltest dich beeilen, wenn du nichts verpassen willst. Ja, dann nehmen wir mal die Beine in die Hand. Was ist jetzt los? Oh! Oh! Warte mal. Oh, ganz schön gefährlich hier. Wir sind nicht immer dieselben, ne? Ja, ich hab's gehört. Willst du nach unten oder nach rechts? Ich geh erstmal nach rechts, dann bist du schon da. Kommt der denn von alleine? Muss auch wieder hier rüber schmeißen. Ja, aber das Ding. Achso, das ist ja schade. Die Tür ist ja der Endbus. Die Endbus-Tür. Ja, dann sollten wir nochmal zurückgehen. Ja, dann geh doch. Ich werde jetzt nicht mehr nochmal runterkommen und riskieren. Pass auf, dass du nicht da reinfällst. Schnell! Aha, das kennen wir irgendwie schon, oder? Den Raum kennen wir. Jo! Ach, guck mal an. Da sind wir nicht hergegangen, da ist direkt der Endpass-Schlüssel. Jo. Aber gut, wir mussten den Schlüssel ja holen. Ja, dann aktiviere den Schalter mal wieder. Ja, ich aktiviere den Schalter. Wie du es sagst, Papi. Hör immer auf deinen Vater, der weiß Bescheid. Der kann ganz besonders gut in Löcher fallen. Und Rätsel lösen. Ja. Quatschst du mit unserem Freund? Kann ich gerne machen. Wir sollen ja alle die Story mit. Ich bin schon ein bisschen lieb geworden. Die ganze Story hier mitnehmen, ne? Ja. Jetzt ist der echte Captain Carlo wieder da. Ein Wal kam plötzlich und spuckte ihn aus. Verständlich. Des Hochstaplers letztes Stündlein hat jetzt geschlagen. Ist ja richtig poetisch. Ja, ne? Ja, ja.
Die alten Chewie. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach mein Gott. Der schießt dir nur ein Loch rein hier. Guck mal. Da kriegst du gar nichts von dem hier. Achso, dann wär's vielleicht. Na, komm mir erstmal so weit hier. So. Dann sollte man vielleicht erstmal. Erstmal. Die Haken? Es ist doch nicht wahr. Ich kann das nicht einschätzen. So. Ja. Na, noch zwei. Versuchen rüberzugehen. Und das klappt. Ja, lauf. Ja, ja, nimm mal. Hab ich mal rausgenommen, ne? Nimm einfach mal. Ich hab auch weniger gerade. Oh ja, ein Rätsel. Unbedingt. Haben wir den Schlüssel jetzt, den Einbauschlüssel haben wir schon eingelöst, oder? Ja, der Einbauschlüssel ist eingelöst. Ja. Komisch. Aber zwei Sterne nur. Nur zwei Sterne diesmal, ja, vier Dinger. Das kann ja nicht so schwer sein. Muss man wahrscheinlich überhaupt gar nichts übereinander stapeln oder so. Nee, bestimmt nicht. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann einen Break und überlegen uns was. Ja, meinst du, nein, wir rätseln das natürlich hier mit euch weiter. Ja, so überhaupt nicht offscreen. Nein, machen wir nicht. Wir haben letztes Mal auch nicht lange gebraucht. Gut. Dann stellt euch noch ein 40 Minuten Let's Play ein für die nächste Folge. Juhu! Hände hoch! Yay! Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, ciao.